Burnout nennt man es heute, wenn Geist und Körper rebellieren, wenn undefinierbare Ängste einen ins Wanken bringen und man schlussendlich auf der Couch eines Psychoanalytikers landet. Das Thema ist keineswegs neu. Sigmund Freuds Psychoanalyse bot im Jahre 1940 gar den Stoff für das Musical Lady in the Dark und verhalf damit dem aus Deutschland emigrierten Komponisten Kurt Weill zum Durchbruch am Broadway. Alles dreht sich hier um Liza Elliott, Herausgeberin eines renommierten Modemagazins. Sie steckt jedoch in einer persönlichen Krise. Unsicherheiten, Neurosen und beunruhigende Ängste bringen die erfolgreiche Geschäftsfrau gehörig ins Wanken, sodass sie in ihrer Verzweiflung den Psychoanalytiker Dr. Brooks aufsucht und bei ihm nun in mehreren surrealen Traumsequenzen die Abgründe ihres Unterbewusstseins durchlebt. Oder ihre Zweifel, jemals den richtigen Mann zu finden. Oder auch ihre generelle Entscheidungsunfähigkeit. Nein, 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 sei still! Ich will! Das Musical besitzt eine recht originelle Dramaturgie. Gibt es doch eine strikte Trennung zwischen reinen Dialogszenen und den musikalischen Teilen des Werks. Damit aber bot sich Kurt Weill die Chance, gerade mit den Traumsequenzen sozusagen miniaturhafte Operneinakter zu schaffen, um die unterschiedlichen Aspekte der Persönlichkeit Lizas beleuchten zu können. In immer neue Albträume gestürzt, gerät Lizas Alltag zunehmend außer Kontrolle, bis sich zu guter Letzt ihre Krise als Folge eines unbewältigten Kindheitstraumas entpuppt. Der Vorstoß ins Unterbewusstsein hat also Klarheit geschaffen. Und auch das vergessene Lied aus Kinderzeiten nimmt wieder Gestalt an. Befreit von ihren Neurosen wagt Liza Elliott sogar einen Neubeginn mit einem schon ziemlich überraschenden Partner.